Ihr seid auf der Suche nach einem wunderschönen, ruhigen Ort. Ein Ort ohne Straßenlärm, ohne Bahntrassen, nur Wander- und Fahrradwege. Die Möglichkeit, eine Ruine zu besichtigen, ein Schloss. Dann bleibt dran und begleitet mich auf meiner Tour. Ja, herzlich willkommen zu meiner heutigen Tour aus dem wunderschönen Naturschutzgebiet Fehlertal. Das liegt zwischen Gammertingen und Hettingen. Das ist eigentlich so meine Hausrunde. Die geht von meiner Haustür und wieder zurück. Genau, eigentlich fast genau 12,5 Kilometer. Und hier bin ich sehr, sehr oft unterwegs. Immer wenn es zeitlich nicht reicht, eine längere Tour zu machen oder in die Berge zu fahren, dann könnt ihr mich hier im Fehlertal irgendwo finden. Ja, mittlerweile kenne ich hier so gefühlt jedes Reh, jeden Baum. Oh, hier bin ich zu Hause. Ja, das Fehlertal, das ist, ich kann es euch sehr, sehr empfehlen. Es ist wirklich ein ruhiges Paradies. Ihr hört nur das Plätschern von der Fehler. Das Tal ist wunderschön. Ihr seht hier immer wieder Tiere, Wildtiere. Rehe zum Beispiel sehe ich jetzt in letzter Zeit, ja, morgens oder abends des Öfteren. Ja, und ihr habt die Möglichkeit, hier das ein oder andere zu besichtigen. Das zeige ich euch aber oder zeige ich euch unterwegs jetzt auf der Tour. Ja, da es heute zeitlich leider nicht reicht, irgendwo hinzufahren und eine längere Tour zu machen, habe ich mich spontan entschieden, das schöne Wetter zu nutzen und nochmal eine Runde durch das Fehlertal zu laufen. Am Wochenende steht dann wieder eine Tour in den Bergen an, irgendwo im Allgäu. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wann oder wo, Samstag oder Sonntag. Und ich habe jetzt zwei, drei Möglichkeiten, oder ja, die jetzt auf meiner Liste stehen, die ich mache. Aber ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, was ich machen werde. Ich glaube, vielleicht mache ich da mal eine Umfrage bei Instagram und bei YouTube, dann dürft ihr entscheiden. Aber das seht ihr dann spätestens irgendwann mal am Wochenende. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Würde mich freuen, wenn ihr mir nachher einen Daumen hoch da lasst, einen Kommentar und genießt die Tour. Es wird kein langes Video wie sonst, aber ich kann euch das Fehlertal wirklich sehr empfehlen. Bleibt dran, die Tour beginnt. Bis gleich. Ja, hier gibt es natürlich diverse Abzweige, die aus dem Fehlertal rausgehen. Aber wir bleiben heute wirklich im Fehlertal drin und laufen die schöne Runde. Ich bin total gerne hier unterwegs, auch wenn ich wirklich mittlerweile ja, unzählige Runden hier schon gemacht habe. Aber zu jeder Jahreszeit, zu jedem Tag eigentlich, verändert sich das hier immer ein bisschen. Und man erlebt und sieht neue Sachen, die vorher einem nicht so aufgefallen sind. Und man hat hier echt eine unglaubliche Ruhe. Man hört nur die Tiere, die Fehler plätschert vor sich hin. Mega schön. Ja, ich habe es nicht eilig, sondern die Strecke laufe ich immer, da wandere ich immer ein bisschen schneller. Ich versuche den Teil immer mit knapp 7 km/h zu wandern. Also ein bisschen sportlicher. Also ja nur in Anführungszeichen 12 Kilometer. Und naja, vielleicht noch eine wichtige Info. Kaum Höhenmeter. Also wenn ihr wirklich unten im Fehlertal die Runde lauft, ohne jetzt zum alten Schloss, zur Ruine hoch oder so, habt ihr eigentlich kaum Höhenmeter. Also wenn ihr nur hier unten seid, sind es in knapp 10 Kilometern vielleicht 120 Höhenmeter oder sowas. Ihr könnt natürlich auch links, rechts hoch aus dem Fehlertal raus und habt ihr ein paar Höhenmeter, aber auch nicht viel. So, weiter geht's. Thank you.
Ja, ich habe jetzt die Hälfte hinter mir gelassen und laufe einmal quasi hier um den Bogen und auf der anderen Seite wieder zurück. Habe jetzt so gute 6 Kilometer gemacht. Hier erkennt ihr hinter mir ja die Fischstation oder die Fischzuchtanlage, die ehemalige Fischzuchtanlage. Ich habe hier noch nie gesehen, dass irgendwas gemacht worden ist, aber könnt ihr euch merken, das ist die Fischzuchtanlage und ab hier geht es wieder zurück. Ja, Hettingen, wenn ihr nach Hettingen wollt, geht es in die Richtung. Das Schloss Hettingen, das ist nochmal 1,6 Kilometer von hier. Ja, das ist ein Schloss, das irgendwie mal zu einer Burganlage aus dem 11. Jahrhundert gehört hat. Erwartet nicht so viel, aber wenn man schon mal hier in der Gegend ist, kann man sich das mal antun oder mal anschauen. Hier hinter mir seht ihr vielleicht, ich zeige es euch, hier den Felsen. Das kann ich euch auch empfehlen. Geht da mal hoch. Das ist ein schöner Aussichtspunkt und der heißt Enzenbahn. Ja, von da oben habt ihr auch eine schöne Aussicht. Kann ich euch sehr empfehlen. Ja, jetzt geht's wieder zurück. Die nächsten, die restlichen 6 Kilometer. Und mal gucken, stell mal die ein oder andere Überraschung habe ich noch für euch. Ich melde mich gleich wieder. Bevor ich es vergesse, ihr könnt von hier natürlich wunderschöne Fahrradwege entlang fahren, bis nach Sigmaringen zur Donau und dann natürlich an der Donau entlang. Da gibt es viele Möglichkeiten. Könnt ihr natürlich wandern. Ich bin natürlich von hier auch schon nach Sigmaringen zur Donau gewandert. Knappe 30 Kilometer. Also hier könnt ihr einiges machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Weiter geht's. Ja, hier geht es jetzt hoch zur Ruine Baldenstein. Das ist eigentlich, ja, wenn ihr hier seid, geht auf jeden Fall mal hier hoch. Man kann zwar noch da hinten weitergehen und dann außen rum, aber es ist ein relativ weiter Weg und der ist auch nicht so schön. Hier geht es ein bisschen, ja, ist ein Bergweg hoch, ist aber nicht extrem weit oder da sind ein paar Minuten, dann seid ihr schon da. Ich hatte eigentlich vor, heute nicht hochzugehen, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, zeige ich euch das natürlich, deswegen gehen wir hoch. Also ein klassischer Waldweg, der euch noch mal ein paar Höhenmeter bringt, aber es ist nicht viel. Ist auch gut zu laufen. Ja, noch ein paar Meter von der Ruine entfernt und das Interessante hier ist, die Herkunft und das Verschwinden dieser Ruine sind bis heute immer noch ein Geheimnis. Also man weiß es nicht so richtig, wann wirklich die Ruine entstanden ist. Ich denke mal, man geht von aus so 11. Jahrhundert oder vielleicht sogar ein bisschen früher. Wer sie gebaut hat, warum sie jetzt verschwunden ist. Ja, ziemlich interessant. Wir befinden uns hier, 712 Meter über dem Meeresspiegel jetzt. So, ich zeige euch mal erstmal so einen Grundriss auf der Karte. Und dann beginnt auch schon unsere Tour. Genießt die Tour. Bis gleich. Thank you.
Ja, wenn ihr natürlich mal hier sein solltet, lasst euch die Ruine nicht entgehen. Total schön hier. Von hier oben hat man auch eine schöne Aussicht, vor allem von oben. Die Aussicht dann über das Federtal ist echt schön. Zu allen vier Jahreszeiten kann ich euch empfehlen. Zu allen vier Jahreszeiten ändert sich hier irgendwie so der Blick komplett, sieht immer ein bisschen anders aus. Sehr, kann ich euch echt empfehlen. Ja, theoretisch geht es jetzt in die andere Richtung runter, aber ich laufe den gleichen Weg, den ich jetzt hochgekommen bin, wieder runter, damit ich ja euch quasi den Rest vom Federtal nochmal zeigen kann. Aber ich glaube, ich mache hier nochmal die ein oder andere Timelapse. Ja, genießt die Aussicht. So, wieder unten angekommen. Wie gesagt, ich habe jetzt 2,5 Minuten oder 2 Minuten hochgebraucht. Runter ging es auch schnell. Wenn ihr hier seid, lauft auf jeden Fall hoch. Es erwartet euch da eine sehr, sehr schöne Aussicht. Und ihr seht, die Ruine hat was. Ja, ich bin auch schon wieder fast an meinem Ziel angelangt. Habe jetzt nicht mehr sehr, sehr viel. Ein paar Minuten noch, dann bin ich auch schon wieder zu Hause. Und ich glaube, das war schon mit meiner heutigen Tour. Das Federtal, eine schöne Runde von 10 bis 12 Kilometern. Man hat hier und da schöne Highlights, ein paar Punkte, die man ansteuern kann. Man kann von hier sehr weit wandern, sehr kurz wandern, sehr weit mit dem Fahrrad fahren. Also hat einiges zu bieten hier, kann ich euch wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Falls ihr mal hier in der Gegend seid, sagt mir Bescheid, laufen wir gerne mal gemeinsam in eine Runde. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen, irgendwas habt, könnt ihr mir per E-Mail, Instagram, wie auch immer, könnt ihr mir mal schreiben. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen, über einen Kommentar. Wäre cool, wenn ihr meine Seite vielleicht auch mal teilen könntet. Ein paar Abonnenten mehr wären auch cool. Ja, und da würde ich sagen, ich melde mich demnächst wieder vom Allgäu. Entweder Oberstdorf oder Tannhammertal. Aber ich glaube eher von der Region Oberstdorf diesmal. Ja, also ich habe 3 Sachen auf der Liste. Hohes Licht, Überschreitung Oberstdorfer Hammerspitze und wieder eine Tour durch das Tannhammertal mit irgendeinem Gipfel. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Das werdet ihr dann früher oder später erfahren und natürlich dann auch sehen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vor allem hoffe ich, das Federtal hat euch gefallen. Es ist wirklich sehr schön hier, wenn ihr hier in der Gegend seid, besucht es. Und ich würde sagen, die nächste Tour kommt ganz bestimmt, wie immer. Schön, nochmal schön, dass ihr dabei wart. Bis demnächst. Ciao, ciao.